Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Video, ein kleines Special, denn es geht heute um Unsere Erde 2. Der Film ist jetzt auf DVD, Blu-ray und vor allem auch auf UHD 4K Blu-ray erschienen. Der Vorteil, der Film wurde in 4 bis 6K gedreht, es gab einen 4K Master und dementsprechend auch ein natives 4K-Bild auf der UHD Blu-ray. Das Ganze jetzt zum Genießen für zu Hause und ich möchte euch ein paar Hintergrundinformationen zur Produktion geben und ein bisschen zeigen, wie die das gemacht haben, gedreht haben und ja, einfach ein bisschen über die Produktion reden. Dementsprechend legen wir direkt los. Insgesamt haben sie 3 Jahre Produktionszeit gehabt, haben 38 verschiedene Spezies gefilmt und die Crew hatte ungefähr 100 Mitglieder natürlich in verschiedenen Teams aufgeteilt und das Ganze wurde in 22 Ländern realisiert. Auf den Galapagos-Inseln wurde bis dato ein noch nie gefilmter Vorgang festgehalten, nämlich das Schlüpfen von Leguanen und den anschließenden Überlebenskampf. Dabei mussten sie natürlich sehr vorsichtig umgehen, denn es sollten sowohl die Leguane als auch die Schlangen nicht verschreckt werden bzw. in ihrem natürlichen Handeln irgendwie gestört werden. Deshalb haben sie mit bis zu 3 Kameras gleichzeitig und einer sehr, sehr hohen Brennweite von bis zu 1000 mm gedreht. Die Canon Cinema Servo mit einer Brennweite von 50 bis 1000 mm, Blende 5 bis 8,9, ist zwar bei kleiner Brennweite nicht wirklich lichtstark, doch bei einer Brennweite von 1000 mm haben wir hier eine Blende 8,9, was wirklich stark ist und das entspricht ungefähr bei 1000 mm einem optischen Zoom von 20-fach. Deswegen ist die Linse auch extrem gut und dementsprechend auch sehr hoch verarbeitet, was zu einem Preis von ca. 70.000 Euro pro Linse führt. Für die meisten Aufnahmen wurden Red Epic Kameras verwendet. Doch um super Slow Motion Aufnahmen zu erstellen, kommt man da relativ schnell an seine Grenzen. Dafür wurden dann Phantom Flex 4K Kameras, die bis zu 1000 Bilder pro Sekunde aufzeichnen können, verwendet. So war es natürlich dann auch möglich, einen Kolibri in einer halbwegs normalen Geschwindigkeit und auch dessen Rivalen, die Bienen, zu filmen. Auch sehr seltene Tiere wurden gefilmt, wie zum Beispiel die 3-Finger-Faultiere auf der Insel Escuda de Veraguas, von denen nur noch sehr wenige Exemplare existieren. Im Gegenzug wesentlich aufwendiger waren die Zeitrafferaufnahmen. Hier wurden insgesamt für alle Aufnahmen über 30 Drehtage benötigt. Allein die Bambuswaldaufnahmen haben über 21 Tage gedauert, wo der schnellst wachsende Bambus bzw. überhaupt die schnellst wachsende Pflanze der Welt gezeigt wird. Bei den Pandas waren die Aufnahmen etwas leichter. Diese konnten in China aus nächster Nähe gefilmt werden und waren auch relativ zutraulich zu den Kameras. Doch wohl die aufwendigsten Aufnahmen waren die der Zügelpinguine auf der Insel Zawodowski. Hier dauerte allein die Anreise zur Insel 7 Tage und insgesamt die ganze Expedition hat 6 Wochen in Anspruch genommen, was schlussendlich auch der längste Drehzeitraum am Stück war. Knapp dahinter sind die Aufzeichnungen der Wanderung der Narwale, die circa 1 Monat in Anspruch genommen hat. Das Wasser hatte 1,6 Grad und hier wurden auch die ersten Luftaufnahmen überhaupt der Wanderung der Narwale gemacht, die mittlerweile dann auch bei der BBC als Archivmaterial zur Verfügung stehen. Da kommen wir auch schon zu den Drohnen und da ist es etwas spezieller, denn sie haben einen Octacopter, also mit 8 Rotoren benutzt. Darunter dran hing dann eine Red Epic mit einer relativ großen Brennweite, also auch einem Zoom-Objektiv, das dann über Ferne sozusagen auch mit Fokus gesteuert werden konnte, denn es geht eben darum, in der Luft sehr nahe Aufnahmen trotzdem möglich zu machen und das haben die hier sehr aufwendig mit einer Drohne gelöst, denn es ist wirklich extrem schwer, den Fokus gut und sauber zu treffen, wenn man in Bewegung ist die ganze Zeit, was die Drohne ja definitiv ist und sie haben auch nur eine Flugzeit von ca. 10 Minuten hinbekommen, da das Gewicht der Drohne so groß ist und dadurch die Akkus relativ schnell down gingen. Eine weitere Herausforderung war das Filmen von Zebras und Löwen in Ostafrika. Dafür haben sie extra einen Jeep-Arm in einer etwas natürlich größeren Variante auf einen Pickup-Truck gepackt und sind damit immer aus halbwegs sicherer Entfernung an die Löwen rangefahren und haben damit Stück für Stück auch die Löwen an diesen Arm und das Kamerasystem gewöhnt. Dementsprechend konnten sie auch wirklich sehr nah rangehen und mit einer leichten Zoomlinse kriegt man dann auch relativ nahe, detaillierte Aufnahmen hin und da sie ja in 6K gedreht haben, ist da auch sogar noch ein bisschen Spielraum mit drin und es mussten 4 Leute allein dieses Kamerasystem mit Jeep-Arm bedienen, damit das einwandfrei funktioniert hat.
Und man sieht schon, die Aufnahmen sind alle wirklich sehr extrem und aufwendig. Und 3 Jahre ist mit natürlich verschiedenen Teams trotzdem eine sehr lange Produktionszeit. Insgesamt natürlich für die eigentliche Serie, der Planet Erde heißt die, glaube ich, die ist original von der BBC. Und hier wurde wieder ein Film daraus erstellt, das Ganze natürlich wunderschön in 4K. Also jeder, der irgendwie so Naturfan ist oder sich für so Dokus begeistern kann, sollte sich das wirklich anschauen. Wenn er einen 4K-Fernseher hat, sollte er sich auch auf jeden Fall die 4K Blu-ray holen, weil damit holt man das meiste an Qualität raus. Das Ganze dann auch noch mit HDR. Also dementsprechend wirklich beste Qualität, die ihr hier für zu Hause bekommt. Und dementsprechend kann ich nur sagen, der Film ist unfassbar cool geworden. Es ist eine tolle Produktion. Man sieht hier wirklich schöne Einblicke auch hinter die Kulissen. Und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen was zeigen können, wie das Ganze produziert wird und funktioniert. Dementsprechend, ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet. Ich finde ihn mit eine der besten Dokumentationen, die ich jemals gesehen habe. Und bin wirklich gespannt, was da von der BBC demnächst noch so kommen wird. Das war's soweit mit dem Video. Gebt einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare und ja, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, werdet ihr über alle neuen Videos benachrichtigt. In diesem Sinne bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!